Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute gibt es jetzt endlich mal das lange angekündigte Riesen-Loadout-Video, also sozusagen meine Ausrüstung von 2016. Das ist jetzt ein komplett Ausrüstungscheck, also alles, wenn ich aber nicht auf Tracking bin, sondern wenn ich zum Beispiel eine Woche Bushcraften gehe, also wenn ich mich jetzt mit Freunden treffe oder man besucht ein internationales Treffen oder sonst irgendwas in der Richtung. Das heißt nicht auf Light, also nicht auf wenig Gepäck ausgerichtet, sondern auf sehr viel Gepäck ausgerichtet, höchstens so 5 bis 10 Kilometer wandern und dann aber auch viel Komfort, viele Annehmlichkeiten, man kann viel basteln, arbeiten und solche Geschichten. Und dafür zeige ich euch einmal den kompletten Inhalt meines Rucksacks, den Rucksack selber, was es dazu zu sagen gibt, alle Ausrüstungsgegenstände. Das wird ein sehr ausführliches Video, muss ich dazu sagen. Teilweise noch mal ein bisschen Tipps am Rande hier und da. Also bleibt auf jeden Fall dran und alle Links zu der Ausrüstung findet ihr übrigens dann unten in der Videobeschreibung. Alles klar, fangen wir an. Erstmal, was ist das für ein Rucksack? Das ist der größte Rucksack, den ich habe. Das ist ein Taschef Mount 100 plus 20 Liter. Kostet um die 165 Euro, habe ich ihn gekauft. Ich glaube, da befindet er sich immer noch. Ist ein sehr großer, robuster Rucksack und ich muss sagen, was spricht erstmal meiner Meinung nach für diesen Rucksack? Erstmal, er ist nicht militärisch aussehend, weil ich mag das nicht immer, dass die Sachen militärisch aussehen. Klar, beim Tarnfarbenponcho oder so, da ist das dann egal. Aber ich finde einfach ein bisschen gedeckt aussehen, aber nicht militärisch, finde ich einfach schöner. Also schwarz, grau, gut, hier ist jetzt so grün dran, aber damit findet man halt einfach die Reißverschlüsse besser. Wichtig bei dem Rucksack hier war mir vor allen Dingen auch einfach das Tragesystem. Das ist top, das ist komplett hier in der Größe verstellbar. Ich bin damit auch den Westweg gegangen mit ziemlich viel Ausrüstung, also 20 bis 24 Kilo teilweise, wenn Vollessen und Vollwasser dabei war, weil ich war ja autark unterwegs teils. Und ich muss sagen, das Tragegestell, das ist einfach top, es funktioniert und ich hatte keine Rückenschmerzen. Knieschmerzen hatte ich schon, aber es hat mit was anderem zu tun. Ja, was finde ich an dem Rucksack noch klasse? Und zwar vor allen Dingen die Fächeraufteilung. Also es ist hier, man nennt das glaube ich ein Frontloader oder ein Kofferrucksack, wie man es auch immer nennen will. Auf jeden Fall, das lässt sich komplett aufmachen, dass man einfach ans Hauptfach rankommt. Ja. Dann haben wir hier natürlich auch wieder eine klassische Aufteilung. Unten kommt der ganz große Schlafsack rein, den zeige ich euch später auch noch. Topfach, Seitenfächer, hier Balktaschen für sonst irgendwas und noch Kompressionsriemen an der Seite. Das kennt man eigentlich alles. Ist ein Top-Rucksack, muss ich sagen, für den Preis und schlagbar. Passt super viel rein, hat eine geile Aufteilung. So, und was mache ich da erstmal immer praktischerweise? Also es gibt hier vorne noch eine aufgesetzte Tasche und da drin habe ich sozusagen mein Tarp mit Schnüren und Hering, wenn man sie braucht. Ja, ich habe Heringe dabei, Aluminium, in so einem kleinen Beutelchen. Ja, hier jetzt Paracord in verschiedenen Längen, also hauptsächlich eigentlich eine sehr lange Schnur, die ungefähr 6 Meter lang ist und dann dazu noch kleine Schnüre zum Abspannen, gleichzeitig, dass man es in der Luft abspannen könnte oder halt am Boden. Ja, und dann hier vier einfache Aluminiumheringe. Dann ist das hier das Tarp und das benutze ich jetzt mal als Unterlage. Ja, das ist ein relativ einfaches Tarp. Es hat an den Ecken kleine Abspannpunkte. Es ist nichts Besonderes, hat glaube ich 10 Euro gekostet, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Aber für Einsteiger und ich muss auch sagen, wenn ich Bushcraften gehe, ist mir das Gewicht meistens nicht so wichtig. Deshalb, der funktioniert tadellos, der Tarp. So, und hier unten kann man die Kompressionsriemen auch wieder lösen. Und dann kommt das riesen Bodenfach. Und da quillt schon raus. Ich stelle euch als erstes mal vor, das hier ist mein Biwaksack. Ich bin oft mit Biwaksack unterwegs oder halt mit dem Wurfzelt, je nachdem, welchen Bequemlichkeitsgrad ich gerne habe. Das Wurfzelt habe ich euch mal im anderen Loadout gezeigt. Ja, den Biwaksack habe ich euch mal gezeigt im Tourenvideo mit dem Tripsi. Der ist rot. Ist jetzt nicht besonders tarnfarbenmäßig, aber der ist schön groß und da kann ich die Isomatte noch mit reinlegen. Ja? Also der ist so breit, muss ich einfach sagen, hier auch in so einem Packsack wieder, dass ich da die Isomatte unten auf den Boden reinlegen kann. Dann kann ich noch einen Schlafsack reinpacken und dann kann ich noch einen Rucksack reinpacken. Also wirklich riesig, riesig. Deshalb ist der Biwaksack auch ein bisschen schwerer, der wiegt knapp 700 Gramm. Ja,
ist erstmal eine Hausmarke, aber bei der Größe ist das auch normal, finde ich. Und bis jetzt bin ich da drin nie nass geworden, nie groß Kondenswasser, außer natürlich direkt über der Atmungsstelle. Das ist aber normal, dass sich da die Nässe staut. Hat auch noch eine Abspannung, so dass man auch noch über dem Kopf einen Luftraum sich freimachen kann. Kann unten und oben geöffnet werden zum doppelten Entlüften. Und eigentlich klasse Teil, hat 70 Euro gekostet, ist auch unten in der Videobeschreibung. Finde ich eigentlich klasse. So, dann haben wir hier die Schlafsackmarke, die jeder benutzt und jeder kennt. Ich habe jetzt hier, weil wir ja im Winter sind, den Carinthia Defense 6 eingepackt. Ich glaube, dazu brauche ich euch nicht viel sagen. Da gibt es so unzählig viele Videos. Der ist einfach groß, geeignet auch für mich mit der Schulterbreite. Lässt sich oben, unten öffnen, hat einen Zwei-Seiten-, Zwei-Wege-Reißverschluss. Ja, ist ein Top-Winterschlafsack. Den kennt man eigentlich. Was haben wir hier noch? Erstmal noch hier ist natürlich meine Kameratasche. Da sind ganz viele Kleinigkeiten drin, aber vielleicht noch für euch interessant. Hier habe ich noch eine 22.000 mAh Powerbank drin. Damit kann ich die Akkus dann auch mehrmals aufladen von der Kamera. Da habe ich dann auch noch so Umswitch-Aufladegeräte und all sowas, damit mir niemals die Energie bei den Kamera-Akkus ausgeht. Und ja, hier drüben ist dann auch noch die Tasche vom Stativ. Übrigens war das alles da drin, da war nichts außen dran oder so. Also es ist alles in dem Rucksack hier drin gewesen. So, Seitentasche. Kochen und Feuer. Hier erstmal relativ einfach. Das ist ein IKEA Milchaufschäumer, also so wird das klassifiziert. Ist ein ganz normales Edelstahlteil und für ein Teechen kochen, Wasser warm machen, Süppchen, top. Kostet nur 5 Euro, braucht man keinen Megabecher. Und sonst beim Wandern habe ich das auch gern mal außen dran hier gemacht, durch einen Kompressionsriemen und solche Geschichten. Also reicht, top. Wenn ihr bei IKEA seid, holt euch für 5 Euro so ein Ding und dann passt das. Braucht ihr keinen teuren Tatonka-Becher oder sowas. Dann hier einfach so ein kleines Teetütchen. Nochmal in so Brotbeuteln, so Plastikbeutel halt, ganz einfach. Verschiedenste Sorten, auf alles, was man so Lust hat. Ich habe am besten schmeckt mir eigentlich immer Apfel. Aber das regelt ja jeder individuell. Dann hier allgemein so Zünd- und Ant-Brennmaterial. Ich habe hier jetzt diese so in Wachs getränktes Stroh, ist das, glaube ich. Das gibt es im Baumarkt, ich glaube 2 Kilo für 15 Euro oder so. Ich suche immer nach Kienspan hier, aber bei mir in Norddeutschland ist das echt schwierig, weil kaum Wälder, wo nicht sofort alles weggeschleppt wird. Vom Förster oder halt von den Waldarbeitern. Deshalb habe ich bis jetzt nie wirklich in großen Mengen Kienspan gefunden, immer nur so Kleinigkeiten. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, lass es, kaufst du dir so ein 2-Kilo-Ding, habe ich mir, glaube ich, geholt. Und das geht nicht alle. Und ein so ein Anzündding ist perfekt, um ein Feuer zu beginnen. Ja, im Hobo oder sonst irgendwo. Dann hier meinen kleinen Flachmann. Den hat mir meine Mutter aus Schottland mitgebracht. Ich glaube, was da reinkommt, darüber brauchen wir nicht reden. Ob es mal ein Whisky ist oder sonst irgendwas in der Richtung, finde ich einfach schön. Mit ein bisschen Leder hier noch überall. Klasse. Kann man übrigens auch benutzen, um Spiritus reinzutun, um den zu transportieren, wenn man das machen möchte. Natürlich danach ausspülen, Leute. Ne? So, was haben wir hier noch? Dann in dieser praktischen Netztasche ist mein Hobo mit Holzvergaser-Prinzip. Übrigens hier auch ein kleines Spiritusfläschchen. Die kleinen Fläschchen habe ich euch schon mal vorgestellt in einem flotten Dreier. Sind auch wieder unten in der Videobeschreibung. Finde ich super praktisch. Habe ich auch für, ich glaube, 10 Stück, 11 Euro oder so gezahlt. Und die sind dann halt auch für Salze, für Öle etc. Super praktisch. Und die haben noch farbige Kappen, sodass man sie besser unterscheiden kann. Finde ich top, die Dinger. Ja, hier dann meinen kleinen Hobo mit Holzvergaserprinzip. Der ist noch echt dreckig von der letzten Tour. Muss ich gerade erstmal gucken. So, und dann kommt hier zum Beispiel das kleine Kännchen drauf. So.
Ha. Und dann macht man sich einen schönen Tee. War sehr praktisch. Habe ich viel mit gezündet, als ich bei Tripsi war. Macht einfach Spaß. Ja, die Hohlräume von so einem Hobo, der jetzt ein bisschen mehr Platz wegnimmt, sag ich mal, als jetzt so ein Bushcraft Essentials Bushbox, kann man halt noch mit Brennmaterial füllen und solche Geschichten. Also da kann man den luftleeren Raum schon gut nutzen, würde ich mal sagen. So, was haben wir hier noch? Wenn ich mal noch schnell kochen möchte, ohne jetzt groß Feuer zu machen, habe ich hier noch einen Trangia-Kocher. Habe ich euch auch mal im Flottendreier vorgestellt. Da ist schon Spiritus drin. Ja, kann man super mit kochen. Einen Trangia-Kocher braucht man, glaube ich, auch nicht groß erklären. Den habe ich jetzt bei Gearbest bestellt. Der hat mit dem Stand 12 oder 13 Euro gekostet. Ist ein super Ding. Damit habe ich schon ganz viele Kochvideos auch für euch gedreht und sowas. Kann ich nur empfehlen. So, dann sind wir in der Tasche fertig. Dann gehen wir mal zu der Tasche hier. So, hier erstmal ein kleines Multitool drin, das Gerber Suspension. Das hat mir eigentlich, also man braucht ein Multitool ja immer mal wieder. Das hier ist dann für gröbere Arbeiten, weil als kleines Multitool ist natürlich so ein Schweizer Taschenmesser eigentlich besser. Aber hier ist dann auch alles dran, was man so braucht. Ja. Eine Schere und eine Säge und natürlich die gute große Zange. Es wiegt jetzt auch gar nicht so viel. Ist praktisch immer dabei zu haben, kann man kleine Arbeit mitmachen. Finde ich top. So, hier Zahnbürste und Zahnpasta. Ich putze mir auch jeden Abend die Zähne. Ja, manche sagen zwar irgendwie, dass sie jetzt draußen keine Zähne putzen brauchen, aber irgendwie, ich finde das schon schöner und ist auch irgendwie ein Abendritual, muss ich einfach sagen. So, hier Reinigungstücher. Entfernt selbst wasserfestes Make-up. Nein, ich schminke mich selten, wenn ich draußen unterwegs bin. Bis gar nicht. Sondern die sind eigentlich top, wenn ihr mal mehr als 2-3 Tage unterwegs seid und jetzt kein großartiges Wasser habt oder so. Oder jetzt auch nicht warmes Wasser, so dass ihr euch halb abfriert. Also dass es so kalt ist, wenn ihr draußen euch waschen müsstet, mit Wasser von draußen. Und zwar kann man sich damit ganz einfach so Katzenwäsche betreiben. Mal hier so ein bisschen, mal da so ein bisschen, ja. So dass man sich halt ein bisschen sauberer fühlt und nicht mehr ganz so doll stinkt. Finde ich super, kostet 1 Euro sowas. Hält ja 5 Tage bis eine Woche so eine Packung. Wenn man sparsam umgeht, vielleicht noch mehr. Ja, ist einfach schön. Für das körperliche Wohlbefinden. Ja, ganz wichtig. Hirschtalcreme. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ist mit Aloe Vera drin. Wofür braucht man das jetzt? Natürlich erstmal an sich für trockene Haut. Da hilft das gut. Aber vor allen Dingen vor und nach dem Wandern die Füße damit einschmieren. Weil das macht die Füße geschmeidig. Das vermindert die Reibung so ein bisschen und verhindert somit Blasen. Beziehungsweise natürlich, wenn man jetzt Gewaltmarsch macht und schlechte Schuhe hat, kann man Blasen nicht vermeiden. Aber es wirkt gut entgegen und es fühlt sich auch einfach echt gut an, wenn man jetzt mit den Reinigungstüchern zum Beispiel abends eine Katzenwäsche gemacht hat und dann irgendwie besonders gereizte Stellen, natürlich auch hier, ein Wolf sich gelaufen hat. Also wenn die Schenkel beim Wandern die ganze Zeit gegeneinander gerieben sind und jetzt die Haut wund ist, das kann richtig wehtun. Wenn man dann gereinigt hat und dann so Hirschtalcreme darüber schmiert, das ist einfach ein unglaublich gutes Komfortgefühl. Da wird man gleich viel entspannter abends. Und das war bei mir auf dem Westweg zum Beispiel auch so ein bisschen eher so ein Abendritual. Und da habe ich richtig gemerkt, wie dann der Stress so ein bisschen von mir abgefallen ist. Weil das einfach angenehmer ist, das ganze Gefühl. Und dann auch so in den Schlafsack reinzugehen, da fühlt man sich besser, als wenn man so schweißverkrustet zum Beispiel und überall mit Dreck und dann noch durchgeregnet und was weiß ich alles, in den Schlafsack einfach so reingeht. Also finde ich, das kann ja jeder für sich selber handhaben. Manche sagen auch, ich muss stinken, weil ich draußen bin. Kann jeder gerne machen. Ich sage nicht, man soll sich mit Parfüm einsprühen, sondern so ein gewisses Maß an Hygiene und Wohlbefinden finde ich eigentlich immer ganz gut. Meine EDC-Tasche. Wenn ich halt mit dem Boxer unterwegs bin, dann brauche ich die nicht am Mann tragen. Das ist natürlich dann albern. Da ist jetzt außen dran hier ein Feuerstahl von The Friendly Sweet. Den kennt eigentlich jeder. Quatsch, von The Friendly Sweet, von Light My Fire. Ich sag schon The Friendly Sweet. Dann hier noch ein Karabiner. Dann habe ich hier drin noch einen Schleifstein für unterwegs, den DC4. Den kennt man eigentlich auch. So ein ganz kleiner Zwei-Seiten-Schleifstein für unterwegs. Dann habe ich hier noch einen Hornkamm.
Dann habe ich mir mal... Kletten. Ah, scheiße. Au. Den habe ich mir zum Beispiel mal auf dem Mittelaltermarkt gekauft. Benutze ich halt auch im Mittelalter, weil es ja in dem Sinne authentisch ist. Ist ja nur Horn. Dann hier auch nochmal so kleine Notfallsachen, also so Desinfizieren, Pflaster und sowas vorne drin. Einfach nur, wenn man jetzt nur auf eine Daytour ist, braucht man ja nicht unbedingt ein großes Erste-Hilfe-Kit, nicht? So, was haben wir hier drin? Eine Gabel zum Essen, Wundverband nochmal extra, ein bisschen Paracord, einfach so zum Schnüren mal zwischendurch für irgendwas. Ein kleines Schweizer Taschenmesser mit einer Schere dran, mit einem Messer dran, mit einem Zahnstocher. Und glaub gar nicht, wie geil es einfach manchmal ist, einen Zahnstocher mitten in der Wildnis dabei zu haben. Das Ding hat mich schon manchmal davor bewahrt, wahnsinnig zu werden. Dann hier eine kleine Pinzette, kann man auch öfter brauchen, als man denkt. Gut, Korkenzieher braucht man meistens nicht. Weil wenn ich weiß, dass ich draußen eine Flasche Wein trinken will, dann kann ich mir auch einen Schraubverschluss mitnehmen. Also Messer habe ich immer genug dabei. Ein Maßband. Man glaubt gar nicht, wie oft man draußen beim Bushcraften ein Maßband gebrauchen kann. Das ist echt unfassbar. Ständig kann man damit irgendwas ausmessen. Ich bin ja hier gerade bei meinem Bushcraft Camp. Nur praktisch muss ich sagen, dann alle Arten von... Nochmal hier Tabletten, Kopfschmerztabletten, Durchfalltabletten, meine Tabletten, so und solche Geschichten. Also, was man halt so noch medikamentös am besten am Mann trägt. Ne? Dann hier nochmal eine kleine Campinglampe. Das ist eine integrierte Powerbank. Kann man sich oben und sein, wenn man jetzt mit dem Zelt oder Tarp unterwegs ist, oben ranhängen. Und dann hat man hier ein schönes, entspanntes Licht zum Lesen. Mit dem Rotlichtmodus und so weiter. Super praktisches kleines Ding. Ja, das ganze Ding hat auch noch ein Regencape, also das ist mein EDC, das habe ich euch aber mal einzeln vorgestellt, der TT Mission Pack 5, Tasmanian Tiger halt, gute Qualität, kann man nicht meckern, ist ein Top-Ding. Kommen wir mal zum Deckelfach. Erstmal hat hier der Rucksack auf jeden Fall noch eine riesen Regenhülle drin. Super praktisch, hat mir sehr geholfen auf dem Westweg, das einfach drüber zu machen. Und vor allen Dingen für so einen großen Rucksack und dann ist noch so ein passendes Ding dabei, finde ich klasse. Dann hier ein bisschen Schoki, da gönne ich mir glaube ich gleich mal was, weil ich kriege auch schon langsam Hunger, Frühstück ist ein bisschen her. Ich esse am liebsten, habe ich gemerkt, wirklich Schokolade, wenn ich unterwegs bin. Zumindest zum Frühstücken und während des Wanderns, weil Salz ist da nicht so mein Ding. Abends dann gerne ein Laibbrot, ein frisches, mit einem Stück Fleisch, Schinken, irgendwas in der Richtung. Aber so einfach zum Loswandern oder während des Wanderns esse ich eigentlich am liebsten Schokolade. Ich war richtig traurig auf der Westwegtour, als mein Schokoladenvorrat alle war und ich nur noch sowas wie Nüsse hatte und so. Nächstes Mal weiß ich Bescheid, dann nehme ich mir nur Schoki mit oder mal einen Kuchen oder sowas, weil das gibt einfach Power schneller beim Wandern. Es wird auch schneller vom Körper verarbeitet. Abends dann gerne was Gesetzteres, so wie halt ein Brot, ja, oder ein schön angebratenes Stück Schinken oder sonst irgendwas in der Richtung. Ganz wichtig, eine Kopflampe. Ich muss sagen, wenn man sie nicht hat, dann denkt man, ach, das brauche ich ja gar nicht. Und wenn man sie hat, dann ist das ein Komfort. Glaubst du es nicht, ne? Also einfach, um, wenn es dunkel ist, schon mal im Lager Sachen zu erledigen, also noch das Holz vorzubereiten, beim Kochen, den Platz richtig zu finden. Also es ist einfach... Ja, da ist so eine Kopflampe einfach super. Die hat 20 Euro gekostet, habe ich, glaube ich, auf Amazon gekauft. Ich glaube, den Link habe ich noch gar nicht in der Videobeschreibung. Suche ich mal raus, packe ich euch rein. Super praktisches Teil für alles, was man so abends noch erledigen muss. Ja, ein Kindle. Schlicht und ergreifend. Ich lese gerne. Ob es jetzt mal Fantasy-Romane sind oder Gesetzestexte, die sich mit Waldrecht und sowas befassen. Einmal aufgeladen ist der ewig. Da sind... keine Ahnung, Dutzende Bücher drauf, man könnte Hunderte drauf packen, wiegt fast nichts, also vielleicht 100 Gramm oder so. Top, kann ich Ihnen nur empfehlen, der halt abends noch ein bisschen lesen möchte, dann vor allen Dingen in Verbindung mit der Kopflampe, top. Ja, dann einfach noch
extra ein Büchlein, und zwar über Wildpflanzen. Ja, um alles Mögliche mal nachzulesen, was man essen kann, was man nicht essen kann, was man wie verwenden kann, was wie schmeckt, was so und so ist. Also hier zum Beispiel die Birke. Die Birke ist ein elegant aussehender Baum. Mhm. Also hier zum Beispiel steht dann drauf, Erntezeit, Blätter Mai bis Juni, Saft März bis Mai, verwendbare Pflanzenteile, Blätter, Saft. Und hier steht dann noch ein Rezeptvorschlag, ein Frühjahrs-Birken-Cocktail mit herbem Wein, Minzlikör. Okay, probiere ich vielleicht nächstes Jahr mal aus, mal gucken. Und alles Mögliche auch hier, Hundsrose, ich weiß gar nicht, was das ist. Natürlich Johannisbeere. So ein kleines Büchlein ist immer praktisch, kann man immer nachlesen, was man gerade direkt gesehen hat. Falls man sich da noch nicht so auskennt, und ich kenne mich mit Pflanzen noch nicht so aus, deshalb versuche ich mich da immer so ein bisschen weiterzubilden. Damit ist das hintere Deckelfach fertig. Ja, sorry, wenn ich mich ab und zu mal so hinsetze in Schneiderposition. Mit meinen Knien tut es das echt nicht mehr, vor allen Dingen nicht seit dem Westweg. Und wenn ich dann hier so lange, also ich hocke jetzt schon gut eine halbe Stunde, wenn ich dann die ganze Zeit auf den Knien drauf bin, das ist nicht so gut. Ja, was haben wir hier noch? Im unteren Deckelfach, also hier sieht man es, ist ja noch Deckelfach, ein aufblasbares Kissen. Ganz einfach, hat 5,99 glaube ich gekostet. Wiegt fast nichts, kostet fast nichts, ist bequem. Natürlich nicht so bequem wie ein Kissen zu Hause, aber schon gut bequem, so dass man besser schlafen kann, als jetzt vielleicht nur auf den Rucksack angelehnt. Und das ist mir einfach sehr wichtig. Das ist dann um einiges angenehmer, finde ich, so. Ne? Also kann ich nur empfehlen, jedem, der vielleicht Probleme damit hat, draußen zu schlafen, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass du mit dem Kopf keine bequeme Position findest, kannst du einfach mal ausprobieren. Dann ein Regenponcho. Den hatte ich auch auf dem Westweg dabei. Der hat mir auch gute Dienste geleistet, muss ich sagen. Mir ist zwischenzeitlich mal das Wasser ausgegangen. Und tatsächlich kann man einen Regenponcho auch bei Regen dazu benutzen, Wasser aufzufangen, um zu trinken. Also während des Wanderns habe ich dann echt bei Starkregen den so hochgehalten und habe dann so daraus getrunken. Ja, also ja, der hat 20 Euro, glaube ich, gekostet. Reicht dafür. Er könnte noch ein bisschen mehr sein, also er könnte noch ein bisschen, also bei richtig Platzregen, da hilft er zwar auch ein bisschen, aber dann werden auf jeden Fall die Beine nass. Also da muss man dann überlegen, ob man sich nicht noch Gamaschen kauft oder einen größeren, aber auf jeden Fall bei ganz normalem Regen hat er top geholfen, habe ich gern dabei, wenn es mal regnet. Erste-Hilfe-Kit. Das ist jetzt ein bisschen dünner, weil davon teilweise Sachen da drin sind, weil das hier habe ich immer dabei, also mein EDC-Pack halt. Da sind dann die kleinen Sachen drin, wie Pflaster und sowas. Und hier sind dann halt so die richtigen Verbände drin, also richtige Druckverbände und sowas, wenn es mal schlimm wird, noch eine extra Rettungsdecke und solche Geschichten, noch so Gewebetape zum wirklich notwendigsten Zutapen von Wunden und sowas. Ich bin noch nie in eine wirklich verletzte Situation gekommen, zum Glück. Habe es noch nie richtig gebraucht, halt ab und zu schneide ich mich mal mit dem Messer, aber ansonsten habe ich es noch nie richtig gebraucht. Aber erste Hilfe ist wichtig und dann braucht man es 99 Mal nicht und beim 100. Mal hat man es nicht dabei und dann verblutet der Kumpel oder so. Das wollen wir auch nicht, deshalb immer so ein Erste-Hilfe-Kit dabei haben. Dann öffnen wir hier mal die Front. Zack. Ah, was haben wir denn hier alles Feines? Ha, das ist immer wie Weihnachten, wenn man so auspackt und so. Ich stehe einfach so auf Gear-Junkies und also ich bin ja selber so ein Gear-Junkie und ich stehe ja total auf dieses ganze Gear und Loadouts und sowas, finde ich klasse. Hier haben wir meinen Topf, ganz einfache Vorrichtung, habt ihr beim Kochen schon tausende Male gesehen. Hier sind wieder die kleinen Fläschchen drin, hier zum Beispiel mit Öl. Guckt euch gern sonst einfach mal ein Kochvideo von mir an, da seht ihr das alles. Oder ich habe auch mal im Flotten Dreier das komplette Kochsetup vorgestellt. Guckt da einfach mal rein. Packsäcke. Frische Wäsche wird benutzt, wird da reingepackt. Einfaches Prinzip, oder? Solche Packsäcke gibt es für 5 Euro im Dreierpack bei Gearbiz oder sonst irgendwo. Hält die Klamotten frisch, hält sie auf jeden Fall trocken.
und verhindert, dass die gute, frische Wäsche sich mit der dreckigen Wäsche vermischt. Deshalb, klasse. Meine Trinkflasche. Das ist eine klassische Nalgene 1 Liter Trinkflasche. Ich glaube, die habe ich bei fast jedem Bushcrafter, von dem ich mir mal ein Video angeguckt habe, gesehen. Die kostet halt 10 Euro. Super stabil, spülmaschinenfest, BPA-frei, große Öffnung, Nierenform. Top. Wenn ich jetzt nicht die im Rucksack unterwegs bin, sondern so ein bisschen EDC-mäßig unterwegs bin, dann habe ich die auch noch in der Tasche hinten bei mir dran. Aber jetzt bin ich ja mit dem Rucksack unterwegs und dann brauche ich die Tasche nicht. Da fällt mir ein, ich muss sagen, ich habe zum Beispiel bis heute keinen Wasserfilter. Habe ich bis jetzt nie gebraucht. Ich hatte auch nie das Bedürfnis danach oder sonst irgendwas. Also viele haben ja das dabei, um Wasser zu filtern jetzt. Ich sag mal so, solange keine Chemikalien drin sind, kommt es ein bisschen auf deinen Körper drauf an, ob du mit dem Wasser umgehen kannst. Also es gibt Leute, die trinken halt aus ein bisschen einer Quelle und da sind zwei, drei Dreckstückchen drin und dann kriegen die gleich, ja, also einen ganz flotten. Und ich habe damit halt gar kein Problem. So, wenn ich weiß, ich bin ja ein bisschen unterwegs, dann nehme ich mir sowieso Wasser von zu Hause mit. Also wenn ich jetzt nur campmäßig unterwegs bin und wenn ich weiß, dass ich wandern gehe, dann gucke ich, dass ich da Quellen finde oder halt Regenwasser. Und das klappt immer. Und mein Magen und mein Darm können das ab. Die kommen damit super klar. Ich hatte nie irgendwelche Probleme. Deshalb müsst ihr für euch selber entscheiden, ob ihr einen Wasserfilter braucht oder nicht. Also Leute, die gerne auf Nummer sicher gehen, die nehmen halt einen Wasserfilter mit. Die meisten nehmen eigentlich einen Wasserfilter mit, so wie ich das mitbekommen habe. Habe ich noch nie gebraucht. Vielleicht schaffe ich mir mal irgendwann einen an. Vielleicht passiert es mir halt mal, dass ich dann doch was trinke, was mir nicht bekommt. Kann ja sein. Bis jetzt noch nie passiert. Wir sind ja hier nicht trackingmäßig unterwegs, sondern das hier zum Beispiel ist mein kleiner Hornbecher. Da trinke ich dann abends gerne mal draus, ob es jetzt ein Teechen ist oder ein Met. Das, was ich halt dann in dem Moment am liebsten trinken möchte. Ja, ne? Ist jetzt kein Leichtgewicht und ist auch kein Leichtprodukt. Das ist so ein Luxusding, das ich mir mitnehme, wenn ich weiß, ich bin ja sowieso nur mit dem stationären Camp und vielleicht mal 5 Kilometer drumherum wandern oder sowas unterwegs. Und das hat einfach, weil ich ja allgemein aus dem Mittelalterbereich komme, abends einfach einen entspannten Stil damit so zu trinken, anzustoßen. Klasse. Was haben wir hier? Ein Handtuch ist das. Und zwar ein Mikrofaserhandtuch. Gut, jetzt in der kalten Jahreszeit gehe ich selten baden. Aber hat sich schon oft bewährt, wenn man dann mal baden war oder es gab dann doch mal eine Duschanlage irgendwo oder sonst irgendwas in der Richtung, zum Beispiel im Campingplatz. Das Ding riecht noch schön frisch. Es wiegt nichts. Es trocknet sehr schnell, es ist super praktisch, es lässt sich sehr klein zusammenfalten, hat, also ich glaube, ich habe im Doppelpack im Angebot 12 Euro gezahlt, also fast nichts. Ist von The Friendly Suite, ist auch unten in der Videobeschreibung. Meine Trinkblase. Ich muss sagen, wenn es da mal richtig ans Wandern geht, halt in der wärmeren Zeit, dann ist so eine Trinkblase Gold wert. Weil dann trinke ich beim Wandern auch gerne mal 3 Liter einfach weg. Und dann kann man das an der Seite vom Rucksack haben, kann den Schlauch oben rüber gucken lassen, dann hier vorne so einklippen mit so einem D-Clip. Und dann hat man halt 3 Liter gutes Wasser dabei und kann das immer mit dem Schlauch so an der Seite einfach und dann wieder wegpacken. Also super praktisch, würde ich nicht missen wollen. Jetzt in der kalten Zeit brauche ich es praktisch gar nicht. Aber es wird ja wieder warme Zeit kommen, nicht? So, was haben wir hier? Erstens mal eine Mülltüte. Gut, das ist jetzt keine spezielle Mülltüte, aber es ist halt eine Plastiktüte, um einfach Müll im Rucksack wieder mitnehmen zu können. Ja? Da nimmt man dann halt einfach hier zum Beispiel. Wenn ich die Schokolade jetzt aufgegessen hätte, dann kann ich ja entweder sie in einen Mülleimer tun, falls da irgendwo einer in der Nähe ist, oder ich tue das halt hier rein. Bis zum nächsten Mülleimer und leer dann da irgendwo die Tüte aus. Also jetzt auch geeignet natürlich für die Reinigungstücher, die müssen ja auch irgendwo hin. Das ist zwar Baumwolle, meistens diese Reinigungstücher, soweit ich weiß. Nee, das ist jetzt Polypropylen. Es gibt auch Reinigungstücher, die sind aus Baumwolle.
müsst ihr dann halt gucken. Aber trotzdem, man muss ja nicht im Wald irgendwas liegen lassen. Und dann kann man den Müll hier einfach wieder reinschieben. Hier als Werkzeuge habe ich immer noch dabei einen Hohlbeutel. Der ist jetzt ziemlich groß. Das ist dann für zum Beispiel Schüsseln, um die damit auszuhobeln. Oder hier ein Schälmesser, um dann die Arbeit danach zu machen. Das sind einfach so zwei kleine Bushcrafting-Utensilien zum Basteln, zum Verarbeiten von Holz und solchen Geschichten. Kosten übrigens mehr als man denkt. Also jeweils haben die 20 Euro knapp gekostet. Aber gut, wenn das dafür qualitativ hochwertiges Werkzeug ist und das dann auch hält, dann passt das schon. Meine Isomatte. Das ist eine Winterisomatte. Die hat 9 cm. Die hat innen drin noch einen Aufblasebalg zum Drauftreten. Ist in so einem schönen Grün hier. Seht ihr ja. 9 cm dick. Also es ist richtig so ein Teil. Wiegt jetzt nicht mörderviel. Ich glaube 400 Gramm würde ich jetzt gerade schätzen ungefähr. Habe ich mir aus der Schweiz mitgebracht. Das war da ein Hausprodukt. Deshalb kann ich euch keinen Link unten reinpacken. Aber guckt einfach mal hier von Downmat, Synmat und wie sie alle heißen, gibt es doch auch solches Zeug. Also da findet ihr bestimmt was. Eine Klappsäge. Ja, jeder Bushcrafter braucht eine Klappsäge. Zum Beispiel hier für den Lagerbau brauche ich sie ständig. Ja, das ist eine Tajima-Klappsäge. Die habe ich euch mal mit einem extra Video vorgestellt. Hat 20 Euro gekostet. Ein Wechselblatt kostet, glaube ich, 7 Euro oder so. Also man kann das hier ganz einfach aufschrauben und dann wechseln das Blatt. Also das fand ich super. Die fühlt sich halt sehr schön an, dass man die Blätter so leicht wechseln kann. Sie war angenehm im Preis. 20 Euro, Link ist in der Videobeschreibung. Top Ding. Und ich meine, ich säge hier damit ständig irgendwelche Totholzbäume um und so. Also das ist eigentlich kein Problem. Da braucht man jetzt auch keine 50 Euro Klappsäge, meiner Meinung nach. Das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mal irgendwo gesehen. Nicht, dass ihr an sich keinen Beil irgendwo mal gesehen habt, sondern Hulterforce Tracking Beil. Das haben viele, viele Bushcrafter. Mir gefällt halt einfach, dass es so ursprünglich aussieht. Ich werde es für den Mittelalterbereich noch ein bisschen bearbeiten, sodass ich es da auch tragen kann, weil da müssen wir oft Holz spalten, um das Lagerfeuer die ganze Nacht durchzufeuern. Ist ein super Beil, hat eine angenehme Größe, hat ein angenehmes Gewicht, sieht schön aus. Kostet natürlich 65 Euro, Link ist in der Videobeschreibung. Ist natürlich ein bisschen mehr als jetzt ein 15 bis 30 Euro. Also für, wenn es euch egal ist, ob das Kunststoff ist oder wie das aussieht, dann kriegt ihr bei gleicher Leistung was Günstigeres. Aber das ist halt hier, kommt auch noch mit einer schönen Lederscheide. Super. Die man auch noch am Gürtel tragen kann, habe ich ausprobiert, funktioniert gut. Top Ding. Last but not least, ein Klappspaten. Ganz einfacher Standard BW Klappspaten, ich glaube aber Nachbau. Also wofür man Klappspaten braucht, ist relativ klar. Man kann damit Kuhlen ausheben. Hier zum Beispiel meine Schlafkuhle habe ich mit dem Klappspaten ausgehoben, ob es jetzt eine Feuerkuhle ist oder sonst irgendwas in der Richtung. Wiegt natürlich einiges, ist nicht unbedingt platzsparend und ist halt auch wirklich nur ein Luxusartikel, wenn man weiß, dass man jetzt mehrere Tage stationär dort ist und wirklich was bauen möchte. Ansonsten braucht man einen Klappspaten nicht, aber ich habe ihn mir irgendwann einfach mal geholt und ab und zu brauche ich ihn dann doch mal. Ja, das war schon mal alles, was im Rucksack drin war. Ich zeige euch das alles gleich noch mal ein bisschen in der Nahansicht. Und dann zeige ich euch natürlich noch, was ich am Körper trage. So, da übrigens auch nochmal mein Stativ. Das ist zusammenklappbar, ist relativ einfach, hat 40 Euro gekostet. Das ist übrigens trotzdem noch im Rucksack drin gewesen. Also es ist nichts außen dran oder so, sondern alles im Rucksack. So, was ich bei meinem Rucksack dabei habe, habe ich euch ja jetzt gezeigt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das, was ich so bei mir am Körper trage. Das hier ist eine Skijacke. Die habe ich schon Ewigkeiten. Die ist relativ dünn, winddicht, ein bisschen wasserabweisend, aber jetzt auch nicht viel. Die Marke ist Obscur. Ich kann euch jetzt keinen Link geben, weil ich habe keinen gefunden und das war halt auch wieder eine Schweizer Hausmarke, deshalb weiß ich es nicht. Hier aufgesetzt an der Seite habe ich zum Beispiel gerne dann mal mein
Messer drin. Jetzt gerade zum Beispiel das Gerbergato Premium Folder. Das habe ich euch letztens erst in einem Video vorgestellt. Hier drin habe ich dann gerne mal meine Buffmütze. Ist Merino Schafwolle, also sehr angenehm. Und noch schön atmungsaktiv. Und dann gleich nochmal hier ein Buff, auch aus Merino Schafwolle, Funktionstuch, um es dann als Schal zu benutzen. Schön in Rot. Hier in der Hosentasche habe ich immer meine kleine Lampe dabei. Ist so ein bisschen EDC-mäßig. Kommt aber, wenn man sie mit dem Fokus auf eng stellt, auch gern mal auf seine 1000 Lumen. Also reicht durchaus, um 30 Meter entfernt noch ein Schild anzuleuchten. Stelle ich euch demnächst in einem flotten Dreier vor. Dann habe ich hier noch zum Kochen mein Victorinox Ranger Wood mit großer Säge dran. Super geiles Teil. Kostet, glaube ich, knapp 65 Euro oder so. Mit Ledertasche 75, soweit ich weiß. Nehme ich gern zum Kochen daher und einfach um es am Gürtel zu tragen. So, was habe ich noch? Dann habe ich hier die zwei Ketten, die ich immer habe. Das eine ist für meinen Schlüssel hier vorne drin, das andere ist für mein Portemonnaie. Gleichzeitig habe ich dann hier auch immer noch dran noch eine kleine EDC-Lampe mit Flaschenöffner noch dabei. Ja, die Jeans sind Engelbert Strauß Arbeitsjeans, ganz klassische Standarddinger. Die habe ich im Schritt verstärken lassen. Jetzt halten die auch gut im Schritt. Das passt einfach super, auch zum Wandern, muss ich sagen. Und tragen tue ich dann noch die Lowa Trekking Halbschuhe. Warum Halbschuhe? Ganz einfach, hier im Norden kommen Berge nicht so viel vor. Deshalb brauche ich keine großen. Ansonsten hätte ich noch meine alten Armeestiefel. Aber ich war jetzt auch auf dem Westweg mit den Halbschuhen unterwegs. Das ging auch. Also das muss jeder für sich selber wissen. Die finde ich aber sehr angenehm auch im Alltag zu tragen. Deshalb trage ich sie mittlerweile immer. Meine Ringe, Schmuck, braucht ihr ja nicht großartig. Das hat ja nichts mit Auto zu tun. Das sind einfach nur Edelstahlringe. Die trage ich aus Mittelaltergründen. Und irgendwann hat man sich daran gewöhnt. Ich finde sie auch einfach hübsch. Und unten drunter habe ich jetzt gerade, weil es kalt ist, halt ein Pullover an und ein T-Shirt. Ja, also wie gesagt, das war jetzt meine komplette Ausrüstung. Einmal das, was ich im Rucksack dabei habe und das, was ich am Mann trage. Wenn ihr Interesse daran habt, dann mache ich auch noch mal ein Video darüber, wie ich EDC-mäßig rumlaufe. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, einfach nur draußen im Wald ein bisschen rumstaxen möchte und dann gegen Abend wieder nach Hause oder so, wie ich mich dann ausrüste, auch kleidermäßig. Vielleicht dazu abschließend noch ein paar persönliche Worte. Ich bin sozusagen auf so einem kleinen Ausrüstungspeak angelangt. Das bedeutet, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, um rauszugehen, bei jeder Temperatur, zu jeder Jahreszeit und zu jeden Widrigkeiten. Selbst für Zombie-Apokalypse. Na gut, dafür vielleicht noch nicht ganz, aber da kommt noch was. Es ist viel, es ist schwer vor allen Dingen. Also mit Essen und Trinken dann komme ich gut und gerne mal 25 und mehr Kilo. Aber wie gesagt, das ist jetzt so zum Beispiel, wenn ich im Dezember auf dem Bushcraft-Treffen fahre ich eins. Das ist dann das so, was ich mitnehme, weil ich weiß, da fahre ich einmal hin, sogar noch mit dem Auto. Und ich bewege mich da nicht viel. Also ich werde noch ein Daypack mitnehmen, sodass ich im Wald da ein bisschen umherwandern kann den Tag über. Aber ich muss damit jetzt nicht weit wandern oder sowas. Deshalb, dafür ist dann sowas. Und das ist dann sozusagen meine komplette Ausrüstung, wenn ich richtig auf ein Bushcraft-Treffen gehe für 2016. Alle Links zu dieser Ausrüstung findest du unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reingucken. Vielleicht gefällt dir ja irgendwas oder du willst dein Kontingent selber aufstocken. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall kann ich zu all diesen Ausrüstungsgegenständen, die ich hier habe, sagen, die sind preis-leistungsmäßig gut. Es geht immer besser. Aber dann müsste man viel mehr Geld ausgeben und das ist einfach so eine gute Mittelstandsausrüstung, würde ich einfach sagen, um alles machen zu können, was man so machen will, wenn man draußen unterwegs ist. Ja, schreib mir doch mal in die Kommentare, wie das mit deiner Ausrüstung so ist, ob du meinst, dass mir noch etwas fehlen würde, weil ich gucke mich auch immer gerne um nach neuer Ausrüstung, die mir irgendwas erleichtern könnte, auch gewisse Dinge komfortabler macht, und schreib es mir dann doch einfach mal in die Kommentare, wie es mit deiner Ausrüstung ist und ob ich vielleicht etwas noch gebrauchen könnte, was dir jetzt spontan einfällt. Außer natürlich jetzt Wasserfilter, da denke ich ja selber gerade drüber nach. Ja, mir fällt noch gerade ein, ich könnte natürlich noch mal komplett zusammenrechnen, was so meine gesamte Ausrüstung jetzt gekostet hat, weil mich das einfach selber interessiert. Wenn ich dran denke, dann schreibe ich das jetzt hier unten irgendwie rein.
Und dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so für Ausrüstung ausgegeben habt und wie ihr dieses ganze Ausrüstungsthema seht. Also lieber minimalistisch, lieber teuer und richtig gut oder mehr oder weniger oder was ihr allgemein für ein Ausrüstungstyp seid. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Einmal meine komplette Ausrüstung von 2016 zu sehen. Also das komplette Setup, nicht auf Tracking ausgelegt, sondern aufs Bushcraft Campen. Auch das, was ich am Körper trage. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Videos mehr. Denk an unser Motto, wir können frei sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.